Sie haben sich freiwillig auf den Glauben programmiert, dass sie keine Wahl haben, wie sich ihr Leben entwickelt. Sie tun einfach, was ihnen das System vorgibt, was man tun müsse, um erfolgreich zu sein. Man hat ihnen beispielsweise gesagt, sie sollen zur Schule gehen und eine gute Ausbildung absolvieren, damit sie einen ordentlichen Arbeitsplatz bei einem großen und stabilen Unternehmen erhalten können. An diesem Arbeitsplatz müssen sie dann nur fleißig und loyal sein, um sich nach 20 oder 30 Jahren in der Führungsebene mit Aktienoptionen wiederzufinden. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in den Ruhestand treten, hätten sie es dann für den Rest ihres Lebens geschafft, mit einer tollen Rente und sozialer Absicherung. Absicherung. Sie lieben dieses Wort. Und zum Ende ihres Arbeitslebens würden sie ein Bündel Geldscheine einsacken, das in keinen Aktenkoffer passt. Nun, was gewöhnlich passiert, ist Folgendes. Stecken auf dem Weg zur Arbeit im morgendlichen Stau, arbeiten dann den ganzen Tag, während sie die gesamte Zeit auf die Uhr sehen, kämpfen sich dann wieder durch den Verkehr nach Hause, essen zu Abend, sehen fern, waschen sich, gehen ins Bett, damit sie am nächsten Tag die gleiche Sache wiederholen können. Sie verbringen ihre gesamte Woche damit, auf die zwei Tage zu warten, die sie frei haben. Dann beschweren sie sich darüber, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Die Familienferien bestehen aus einem Besuch beim nächstgelegenen Campingplatz oder, wenn es sich um einen Flug handeln sollte, übernachten sie in billigen Hotels und rechtfertigen es, indem sie sagen, nun, wir verbringen hier ohnehin nicht viel Zeit, also können wir auch in diesem billigen Haus bleiben. Sie sorgen sich dauernd darum, ob sie in der Lage sein werden, die Miete zahlen zu können. Alles, was wir zu tun haben, ist, die Entscheidung zu treffen, zu den wenigen zu gehören, die es schaffen werden. Ich verstehe auch, dass diese Dinge bei manchen von Ihnen einen wunden Punkt getroffen haben. Das ist doch genau das, was ich bezweckt habe. Ich glaube, dass jemand bereit sein muss, Ihnen die Wahrheit zu sagen und Ihnen die klaren Fakten zu liefern, bevor es zu spät ist. Und bedenken Sie, dies ist Ihre Lebensreise. Sie können entweder den Preis für den Erfolg oder den Preis für Ihr Versagen bezahlen. Sie können aber immer noch nicht herausfinden, was geschehen ist. Sie denken an all die Dinge, die Sie tun wollten, aber nie die Gelegenheit hatten zu tun. Und Sie fragen sich, wie Ihr Leben ausgesehen hätte, wenn Sie doch nur dieses oder jenes getan hätten.